Ich glaube, dieses Schild erklärt sich uns selber was. Als ob es so ein Schild irgendwo auf der Welt gibt. Yo, what's poppin', Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, Leute. Herzlich willkommen an diese wieder bei What's Poppin'. Ist ja Boy. Ihr habt es geschafft. Heute gibt es wieder etwas sehr, sehr Spezielles, denn wir alle kennen es ja, wenn wir irgendwo auf der Straße rumlaufen und wir sehen auf einmal Schilder oder in einem Gebäude. Es sind immer irgendwelche Sachen gekennzeichnet. Wir kümmern uns jedoch heute um die dümmsten, lustigsten, außergewöhnlichsten Schilder auf der ganzen Welt. Yo. Und ja, Leute, wenn ihr neu seid, auf jeden Fall jetzt ein kostenloses Abo, damit ihr solche Videos nicht mehr verpasst. Das Ganze steht hier. Nein, es steht hier. Ich kann mir nicht merken, wo abonnieren steht. Hier oder hier, Leute. Einfach wo auch immer es steht. Justin, Digga. Sollen die Leute den Kanal kostenlos abonnieren? Ja. Okay, danke. Ihr habt's gehört? Danke, Justin. Let's go, gucken wir mal. Als erstes haben wir eine Anzeige, die auf irgendeiner Säule klebt und es steht da drauf DJ Frank. Sie rufen an, ich lege auf. Oh mein Gott, ist da... Verstehen, Leute? Ich als neutraler Passant oder so würde jetzt da vorbeilaufen und mir denken, okay, wieso soll ich ihn anrufen, wenn er einfach direkt auflegt, Mann? Der will anscheinend einfach nicht mit mir reden. Aber er ist ja ein DJ. Ich meine DJ Frank. DJ Frank! Wer kennt DJ Frank nicht, Alter? DJ Frank legt halt die Platten auf. Ja, DJ Frank, Bruder, krasser Spruch, krasser Spruch. Zum Klingeln bitte mehrmals laut Ding Dong rufen. Ich habe ja eh nichts Besseres zu tun. Stellt euch vor, ihr lauft auf einer Straße und ihr seht auf einmal nur so einen Typen, der die ganze Zeit so Ding Dong, Ding Dong. Ach, hallo, guten Tag. Ding Dong. Kreativ, muss man sagen. Kreativ. Leute, schreibt mir mal in die Kommentare, würdet ihr das machen? Schreibt mal entweder ja oder nein. Würdet ihr euch da hinstellen und einfach Ding Dong die ganze Zeit rufen? Oder würdet ihr einfach gehen, dagegen klopfen, was weiß ich, irgendwas anderes machen? Denn ich... Okay, wir machen mir uns nichts vor. Ich würde wahrscheinlich eh Ding Dong rufen. Vorsicht, alter Mann spuckt vom Balkon. Ist das vom Balkon? Oh, Moment mal, fängt es an zu regnen? Ist da ein Gewitter? Ach nein, Dietrich, du bist es nur. Wie geht's dir? Wenn ich das lesen würde... Ja, okay, ich hätte auch erstmal ein Bild gemacht und das ins Internet gestellt. Aber im nächsten Schild, ich muss sagen, das ist auf jeden Fall gerechtfertigt. Ich meine, es geht darum, eine Arztpraxis. Und wenn man zu einer Arztpraxis geht, dann achtet man natürlich auch ein bisschen auf das Äußerliche oder dass der Name und so auch alles passt, damit auch wirklich nichts schief geht, weil ein Arzt muss ja wissen, was er macht, ne? Zahnarztpraxis Angstmann. Angst, Mann! Wie läuft da wohl ein Gespräch ab, wenn irgendeine neutrale Person anrufen, sich informieren möchte, so, ja, los, spreche ich da mit der Zahnarztpraxis? Richtig, Zahnarztpraxis, Angst, Mann. Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Oh. Ich glaube, ich habe mich verwählt. Idealer Name, muss man schon sagen. 1 bis 10 von mir bekommst du eine glatte 17. Ich würde sofort dahin gehen und einen Termin ausmachen. Als nächstes kommen wir zu einem Schild. Wir haben also jetzt hier verschiedene Sachen an der Wand, ich sag mal, beschriftet. Einmal haben wir, ich glaube, Alkohol, hochprozentigen Alkohol, der ist durchgestrichen. Zigaretten auch durchgestrichen. Dann Hunde, Suchhunde, was auch immer, Hunde an der Leine sind zugelassen. Und Auberginen? Wieso... Ist das? Das ist nicht wirklich eine Aubergine. Das ist nicht wirklich eine Ihr geht also zu einem Konzert, ja? Wollt euer Ticket abgeben und so. Dann sagt die Kontrolle, könnten Sie bitte irgendwie Ihre Tasche zeigen? Alkohol, Zigaretten, etc. sind nicht erlaubt. Ihr geht dieser Person also eure Tasche und werdet nicht reingelassen, weil ihr wie jeden Tag eine Aubergine mit euch trägt. Ohne meine Aubergine sag ich nichts. Also ich habe wirklich mit vielen Schildern gerechnet, Leute. Ich habe wirklich damit gerechnet, dass ihr mir sehr, sehr viel einschickt. Aber sowas... Was hieß das? Als nächstes haben wir ein Bild, das sagt, Kinderpunsch 2 Euro ist ja ganz okay. Kinderpunsch mit Schuss. Das ist kein Kinderpunsch mehr. Was, wenn da irgendeine Chick so an diesem Tresen arbeitet und jemand bestellt Kinderpunsch, jemand anders bestellt Kinderpunsch mit Schuss, sie schenkt das ein, bereitet alles vor, aber gibt den Kinderpunsch mit Schuss irgend so einem 7-jährigen Timmy. Timmy, du wirst den Rausch deines Lebens haben. Ja, ist auf jeden Fall ein sehr seriöser Stand, muss man sagen. Super. Das Erdgeschoss ist im 3. Stock. Können wir ein bisschen Wer wird Millionär-Musik haben? Ein Erdgeschoss beinhaltet im Namen Erdgeschoss, also Erde, unterster Stock. Wie ist es also möglich, dass in einem 3. Stock ein Erdgeschoss gebaut wurde? Galileo Mystery. Das ist ungefähr genau das gleiche, wie wenn man sagt, das Dach des Gebäudes befindet sich im Keller.
Alles klar, oder? Ja, wo hat man denn hier die beste Aussicht? Ich würde gerne auf das Dach hochgehen. Ich würde gerne mal die ganze Stadt sehen. Was? Ach so, im Keller? Alles klar. Dann gehe ich mal ganz kurz in den Keller hinunter, ne? Elektrozaun. Elektrozaun. Bei diesem Bild ist nicht nur der Faktor Rechtschreibung ein sehr großes Problem. Nein, es ist einfach ein Stück Holz, wo mit Edding draufgeschrieben wurde und irgendwie mit einem Faden hingebunden. Digga, was ist das? Was, wenn der kleine Timmy da mit seinem Kinderpunsch mit Schuss dahin geht, liest ein Elektrozaun und denkt, das ist irgendein Fahrgeschäft, irgendein Entertainment. Timmy, du hast heute einen schweren Tag. Augenarzt. Klingel, Augenarzt. Was? Digga, was? Stell dir vor, ihr geht also zu einer Haustür. Ja, ihr wollt euren Augenarzt besuchen, wie auch immer. Dann stehen da verschiedene Namen. Herbert, Dieter, Peter, was auch immer, ne? Und ihr sucht verzweifelt nach dem Augenarzt. Ihr habt ihn endlich gefunden. Es gibt immer nur einen einzigen Knopf jeweils. Und Leute, ihr steht wie gesagt vor einer Tür. Dann denkt ihr euch also, okay, was löst dieser Knopf aus? Löst dieser Knopf ein Portal in eine andere Dimension aus? Was wird passieren, wenn ich darauf drücke? Oh. Es ist die Klingel. Gott sei Dank gibt es dieses eine Schild. Die Polizei bietet im Rahmen der Drogenberatung zum Thema Kokain einen Schnupperkuss an. Applaus. Schnupperkurs. Ich meine, es muss doch Minimum eine Person geben, die in dieser ganzen Polizei oder wo auch immer sitzt und sagt, ey, Moment mal, das könnte man vielleicht ein wenig falsch verstehen. Ich meine, wenn eine andere Polizei irgendwie dann an dieser eigenen Zentrale vorbeifährt, wäre das für mich schon ein bisschen merkwürdig vielleicht. Aber naja, ich meine, wir hatten ja bis jetzt lauter Schilder, die entweder, ich weiß nicht, absolut schlecht formuliert waren oder so, aber man wusste ja immerhin noch, was im Grunde gemeint ist. Es waren ja keine falschen Informationen. Aqua non portabile. Water not drinkable. Trinkwasser. Trinkwasser. Wir haben also drei verschiedene Sprachen bei einem Schild. Man sieht oben schon hier einen Wasserhahn mit einem Becher, der ist durchgestrichen, was heißt, jeder versteht es, man soll das Wasser nicht trinken. Ich glaube, in Spanisch, Italienisch, was auch immer, steht da dran, Wasser soll nicht getrunken werden. Dann haben wir noch ganz klar in Englisch, Wasser nicht trinken. Aber dann dachte sich irgendein Hans-Peter-Dieter, das heißt ganz klar, Trinkwasser. Was ist, wenn da jetzt irgendwie der kleine Timmy, ja, der kleine Timmy zuerst mit seinem Kinderpunsch mit Schuss kommt. Danach hat er aus Versehen einen Elektrosound gefasst. Jetzt geht er also dahin und denkt sich, okay, mein Tag ist schon so schlimm. Ich kann die Bilder noch nicht so ganz erkennen. Ich bin noch viel zu jung dafür. Trinkwasser. Ich gönn mir da erstmal ein Sip Water. Leute, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr jemals irgend so ein Schild gesehen habt, was absolut crazy ist, mal gar keinen Sinn macht. Okay, jetzt haben... Ich glaube, dieses Schild erklärt sich von selber, was? Niemals, ja! Oh mein Gott. Das ist viel zu, was? Ich werde dazu mal einfach nichts sagen. Wir lassen das kommentarlos, Leute. Ich glaube, jeder einzelne von euch versteht das. Jeder versteht das. Katze, zugelaufen. Okay, Leute, ich meine, bei dem Bild kann man echt nicht viel falsch machen. Ja, ein Tier ist zugelaufen worden. Es muss ja ein Schild sein, was einfach aussagekräftig ist. Die Überschrift stimmt schon. Also, es kann nichts falsch sein, oder? Katze. Katze. Also ich bin ja jetzt wirklich kein Tierforscher. Ich bin jetzt auch natürlich nicht jemand, der jede einzelne Tiersorte kennt. Aber Digga, das ist keine Katze. Nein. Braunes Fell, weißer Fleck auf der Brust, rötliche Nase. Sehr aggressiv. Ich glaube, sie hat Angst. Nicht stubenrein, kein Halsband. Zugelaufen, hat sich unter meinem Auto versteckt. Ich komme nicht darauf klar. Ich glaube, sie hat Angst. Ich glaube, sie... Digga, sorry, Mann, aber wenn du sowas in dein Haus lässt und wenn du dann auch noch denkst, das ist eine Katze, dann bist du schon selber schuld. Ich habe euch gesagt, heute kommen wirklich die dümmsten, lustigsten Schilder auf der ganzen Welt dran. Ich habe euch gewarnt. Jetzt ist, für den Vortrag, Alarmdamm, bitte den Hintereingang benutzen. Ich meine, es... Eine passendere Wortwahl gibt es ja nicht, oder? Als ob, wirklich, als ob jemand, der da arbeitet, sich denkt, okay, wir haben also jetzt einen Vortrag heute. Der ganze Vortrag geht über das Innere eines Menschen. Ach, benutzen Sie doch bitte mal ganz kurz hier hinten den Hintereingang, ne? Wenn es wirklich echt ist, dann würde ich diesem Unternehmen einfach mal raten, irgendwen anders für diese Sprüche oder die Einladungen auszusuchen. Denn das kann noch ganz, ganz falsch werden. Es kann. Wieso der Hintereingang? Nein, stopp. Stopp, Leute, stopp. Stop it right there. Stop. No, weitermachen.
Stop it right there. Aber Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr jetzt einen Daumen nach unten lasst. Ihr könnt noch kostenlos abonnieren, falls ihr neu seid. Hier geht es zu dem letzten Video. Checkt das auch ab. Ist sehr gut geworden. Und genau. Jeder, der es bis hierhin geschafft hat, der klickt jetzt auf das Video.